Und ich treffe mich jetzt hier gleich mit Philipp und wir schauen uns eine Wohnung an. Diesmal bin ich so, ja, alles gut, lass jinxen. Ja, genau. Voll gemein eigentlich. Cheers. Guck mal, was ist denn das da in dem Baum drin? Siehst du das? Ja. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Weekly Vlog. Heute ist Dienstag und ich bin wieder zurück in London und jetzt mache ich mich auf zu einem Treffen mit meiner Projektleiterin von meinem Buch. Ich hatte schon mal davon erzählt, beim letzten Mal haben wir es leider nicht geschafft, als die Londoner Buchmesse war, weil sie dann krank war. Aber ich zeige euch kurz noch mein Outfit. Und ja, dann geht's gleich los. Ich bin genau on time, ausnahmsweise. Und wieso ist meine Kamera eigentlich so dreckig? Well. So. Das ist mein Outfit. Ich trage einen sehr alten H&M Blazer. Dann die Hose und das weiße Shirt sind von And Other Stories, genauso wie die Ohrringe, das sind so zwei unterschiedliche. Halstuch von Zara, meine Chloe-Tasche und die Schuhe sind von Mango. Ja, und jetzt würde ich sagen, geht's los. Unterwegs. Das Meeting war sehr, sehr erfolgreich. Bald gibt es auch News für euch bezüglich eines eventuellen neuen Buches. Mehr sage ich aber noch nicht. Und was aber schon feststeht, ist, dass eine zweite Auflage gedruckt wird. Ich verlinke euch mein Buch mal unten in der Infobox. Da könnt ihr mal vorbeischauen, falls ihr noch keines habt. Und ja, es war auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und ja, jetzt bin ich immer noch unterwegs tatsächlich. Und ich bin jetzt in einem anderen, ja, in einer anderen Ecke von London gelandet und ich treffe mich jetzt hier gleich mit Philipp und wir schauen uns eine Wohnung an. Dazu muss ich euch später aber nochmal updaten, denn ja, es hatte einen guten Grund, warum ich euch beim letzten Mal nicht alles erzählt habe. Es war nämlich noch nicht alles niedernagelfest und ja, es ist dann was schief gelaufen tatsächlich. Es ist ja immer so die Angst bei solchen Geschichten und das, so war es dann auch. Letzte Woche in Helsinki habe ich einen Anruf bekommen, der damit startete, dass die Dame sagte, I have very bad news for you. Ja, aber es hat nicht sollen sein, deswegen geht es heute weiter mit neuer Motivation und ich melde mich danach mal bei euch und ja, erzähle euch mal alles. Ich bin jetzt wieder zu Hause und habe den Vlog zu Ende geschnitten, deswegen rauscht es da hinten im Hintergrund auch so. Dann war hier noch eine Wohnungsbesichtigung und da war ich mit Jimmy draußen und jetzt habe ich mich schon mal ein bisschen bequemer angezogen, jetzt will ich was kochen. Und dafür muss ich aber noch ein paar Sachen recherchieren. Ich war gestern bei so einem kleinen süßen Märkchen bei uns in der Gegend und ich habe zwei Plantains gefunden. Das sind Kochbananen. Also man kann mit diesen Bananen auch viel so... Eieiei, das Licht, das wird mich später wieder beim Schneiden stören. Man kann so savory dishes, also ja, so ein bisschen mehr herzhafte Sachen damit machen. Und ich habe noch ein paar ganz andere tolle Sachen in diesem, zwar wie ein bisschen wie so ein Farmers Market gefunden, alles auch unverpackt. Und ja, da werde ich jetzt öfter hingehen. Und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt mal, was ich damit mache. Aber erstmal muss ich kurz selber mich informieren, wie man dann diese Teile am besten weiterverarbeitet. Im Zweifel mache ich einfach Chips draus. Why not? So, was ich auf jeden Fall irgendwie versuchen werde zu verarbeiten, ist diese Daikon, also so ein Riesenradieschen. Fenchel, die zwei Plantains. Ich glaube, ich werde einfach so Chips machen. Eine rote Beete, die ich in Helsinki gekauft habe. Diese Gurke, die ich geschenkt bekommen habe sozusagen. Eine finnische Gurke, die habe ich importiert. Wir hatten so ein paar Sachen in den Kühlschrank gelegt bekommen und wir haben die halt nicht gegessen. Und es war mir viel zu schade, die wegzuschmeißen. Deswegen habe ich die einfach mitgenommen, all the way from Helsinki. Gleiches gilt für diesen Tofu und Sprossen. Und dazu gibt es dann noch Salat. Und frisches Fladenbrot. Und jetzt lege ich einfach mal los. Wahnsinn, schaut euch mal diese rote Beete an. Die sieht nicht nur super cool aus. Ich habe die jetzt ohne Handschuhe geschnitten. Und die färbt überhaupt nicht ab. Richtig, richtig cool. Thank you.
So, Philipp probiert das erste Mal Plantain. Und? Ja, was denn jetzt? Komisch. Komisch? Nee, schmeckt gut, aber das ist eine Mischung aus Petersilie, Fisch und Banane. Was? Ew. Total strange, aha. Ich dachte, jetzt kommt so, das ist das Geilste, was ich jemals gegessen habe oder so, und dann kommt das. Ich habe irgendwie erwartet, dass es noch Banane schmeckt. Aber nein, aber nach Fisch, Petersilie und Banane? Mhm. Okay, das war jetzt ein bisschen enttäuschend. Schade, Marmelade. Interesting. Naja, mir schmeckt's. Mhm. Okay, dann gibt's vielleicht auch nicht regelmäßig Plantain. Ja gut, hast du es mit dem Pesto gegessen? Dann ist klar, dass es nach Petersilie schmeckt. Das Pesto ist aus Petersilie. Mhm. Nur wo der Fisch herkommt, weiß ich nicht. Komisch. Wie findest du Megans Kleid? Megans Kleid finde ich ziemlich gut, weil es so simpel ist. Echt? Ich glaube, das wahrscheinlich werden alle sagen. Das ist wahrscheinlich die 0815 Antwort auf die Frage. Meine Mama hat gerade gesagt, das ist nicht ihr Cup of Tea, das Kleid. Ich finde es super. Ich finde es auch nicht so toll. Wenn man sich ja so alte, traditionelle britische Sagen anschaut. Sagen? Ja. Ja, okay. Und Geschichten. Haben die Frauen bei der Hochzeit ja immer so sehr, sehr schlichte Sachen an. Mm. Look at him, he's bringing the spirit to the church. I love it. Ich glaube, ich bin die Einzige, die ein Festival da anhat. Du bist halt ganz besonders royal heute. Finde ich cool. Wir sind jetzt schon wieder auf dem Heimweg, haben uns jetzt die Royal Wedding in einem Pub angeschaut. Eigentlich war es ein bisschen anders geplant. Wir wollten uns eigentlich mit Freunden von uns treffen. Nur dann sind ganz viele Züge ausgefallen. Also man merkt schon, ich weiß nicht, ob es wirklich davon kommt. Es ist auch noch Fußballspiel heute. Aber also es ist schon alles ein bisschen anders heute. Also Züge sind ausgefallen und dann hätten wir es einfach nicht mehr rechtzeitig dorthin geschafft. Und dann sind wir eben umgesattelt auf einen Pub in der Nähe. Haben dann dort geschaut, ein bisschen was gegessen. Und jetzt sind wir eben auf dem Heimweg. Und ich muss meine Schuhe und mein Headpiece loswerden. Leider muss ich eigentlich nicht, aber irgendwie wird es mir auf die Dauer ein bisschen zu schwer. Und ich habe mir die Tage eine fürchterliche Blase gelaufen. Und ja, deswegen muss ich, glaube ich, jetzt auf meine Birkenstocks umsteigen, denn es ist auch echt warm genug. Es ist sehr schönes Wetter. Und ja, wir haben gerade noch in einem Café uns die ganzen Promi-Bilder angeschaut von, ja, Hochzeitsgästen. Wer war dein Favorite? Louis Litt. Louis Litt. Ja, es war auf jeden Fall witzig zu sehen, dass die ganzen anderen Schauspieler aus dem Suits-Cast dann jetzt doch auch dabei waren. Ich weiß nicht, ob sie wirklich auch alle in der Kirche waren oder ob die irgendwie nur angekommen sind und es gibt ja irgendwie Daytime Reception, Evening Reception, keine Ahnung, die Reception zwischen der Daytime und Evening Reception, nein, keine Ahnung, aber ja, auf jeden Fall ein großes Aufkommen. Eine Teatime Reception. Teatime Reception gibt's glaube ich nicht, aber wer weiß, alles ist möglich. Und jetzt sind wir zu Hause. Yes. Und ich bin echt sehr, sehr froh, wenn ich diesen einen Schuh ausziehen kann, weil, ja, relatable, er drückt. Mich drückt der Schuh auf der linken Seite. Okay. Also, wir sprechen uns gleich wieder. Komm erst zu mir.
Ich habe gerade was Komisches entdeckt in Shoreditch. Und zwar, das letzte Mal in Japan, Coffee and Stuff. Aber Stuff ist ein bisschen gemein, denn es ist ein Katzenkaffee. Seht ihr die Katzen? Die werden da gerade gebürstet. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber es ist ein Katzenkaffee, wo man Katzen knuddeln kann. Ich mag Katzen ja gar nicht so gerne. Es ist total unscharf, aber ihr könnt es... Oh mein Gott, look at this cat. So cute. Vielleicht kann ich Philipp überreden, dass wir nachher noch hierher kommen. Wie lange hat das auf? Sicher? Ich zahle auch den Kaffee. I don't like cats too much. Ich auch nicht, aber einfach so. Not gonna do it. Ja, vielleicht ist es auch gar nicht so nett für die Katzen. Nächstes Mal vielleicht. Okay, alles klar. Wir sind jetzt ein bisschen in Shoreditch unterwegs und irgendwie vergesse ich die ganze Zeit zu vloggen, sondern finde irgendwas wie die lustigen Katzen und dann erzähle ich kurz random irgendwas, aber vorher nicht eingeleitet, wo wir überhaupt sind. Und ja, kurzer Outfit-Change. Und jetzt gehen wir was essen bei Redemption, wenn die einen Platz für uns haben. Richtig gut aus. Das sieht wirklich sehr lecker aus. Wirklich sehr gut. Zeig mal deins. Dein Sloppy Joe, Vegan Sloppy Joe mit Jackfruit. Excited? Super excited and super hungry. So blöd. Jetzt erzähl. Im großen Garten. Ja, Kellerwohnung und ich habe noch gar nicht so viel erzählt. Und dieses Mal bin ich so, ja, alles gut, lass jinxen. Ja, genau. Voll gemein eigentlich. Ja. Pass bitte auf mit dem Korken, mit der Lampe, mit mir und mit Jimmy darf und der nicht Kamera. Wegfeuern. Bebop. Aus dem Fenster raus. Bebop. Bebop. Du, jetzt sehe ich es aber eigentlich. Ich weiß nicht, wer sowas sagt. Auch unsere Küche ist so voll. Ich muss ja nicht rumfeuern, das muss ja nicht sein. Jimmy, jetzt geht's richtig los. Das ist nichts für dich hier. Cheers. Und was? Naja, die Reproduktion vom letzten Mal ist und was jetzt wäre, wenn es nochmal schief läuft und wir dann am Ende vom Jahr so eine Compilation aus 80 Mal Anstoßen in der Küche haben und nichts passiert. That moment when I almost had a new flat. And then I did not. Das darf ich nicht sagen, oder? Doch. Also beim letzten Mal generell erstmal, ich habe dann ja den Titel vom Video schreiben müssen, nicht schwanger und nicht und keine Hochzeit oder so, weil alle immer denken so, bam. Mhm. Also beim letzten Mal haben wir ja auf eine neue Wohnung angestoßen, die uns eigentlich zugesagt wurde und also wo alles fix war. Ich will jetzt überhaupt nicht so viel dazu erzählen, aber nur um jetzt ein bisschen Kontext zu geben, dass wir jetzt gleich ins Wohnzimmer können und unseren Donut essen können. Das wollen wir jetzt gleich machen. Naja, und jedenfalls haben sich dann einige beschwert, auch in den Kommentaren. Ich will jetzt überhaupt nicht darauf so eingehen, dass es blöd ist, wenn Leute sich über sowas da beschweren, aber die haben sich halt dann ja darüber beschwert, dass wir nicht mehr erzählt haben und am Ende war es dann... Ich hab mich auch beschwert. Du? Ja. Und ja, am Ende war es dann aber halt so, dass es auch schief gelaufen ist, also dass ich halt einen Anruf bekommen habe und obwohl es eigentlich wirklich an dem Punkt war, wo es nicht mehr hätte schief gehen sollen, aber wo es dann irgendwie nicht geklappt hat dann am Ende. Und dann waren wir natürlich froh, dass wir noch nichts gesagt haben oder noch nicht mehr erzählt haben, wo es hingeht oder so. Und jetzt sind wir quasi wieder an dem Punkt und stoßen erstmal an. Ja. Und eigentlich sind wir noch einen Schritt weiter, würde ich sagen, ne? Und deswegen, eigentlich kann nichts mehr schief gehen, aber weil wir jetzt so gebrannte Kinder sind, dass wir Angst haben, dass trotzdem was schief geht, erzählen wir jetzt auch wieder nicht so viel mehr. Außer, dass wir hier in England bleiben, oder? Das macht schon Sinn. In England? In London. Das ist, ja. Ja. Also das ist, glaube ich, ja schon mal die wichtige Information, wo einige dachten, so, es geht vielleicht woanders hin. Nee. Also das ist es erstmal nicht. Deswegen, das können wir schon verraten. Ich glaube, das klärt dann auch schon mal das meiste auf. Jo. Oder? Mhm. Hast du noch was hinzuzufügen? Schluck. Schluck. Mhm. So weit, so gut. Wir hoffen, dass alles klappt. Und wenn alles gut geht, dann ist dieses unvorteilhafte Licht hier in der Küche bald, hat es bald ein Ende. Aber you never know. Thank you.
Hallo ihr Lieben, es ist Sonntag und wir haben bisher heute nicht sehr viel gemacht. Wir haben jetzt ein bisschen im Park gesessen, dann sind wir Kaffee holen gegangen, dann sind wir zu einem anderen Park gegangen, dann haben wir hier ein bisschen rumgesessen. Ja, gibt also nicht viel zu erzählen. Und jetzt gehen wir noch ein bisschen was Frisches einkaufen. Ja, und dann gehen wir, glaube ich, nach Hause. Und was machen wir dann eigentlich? Ein bisschen aussortieren, glaube ich. Oder ich wollte okay, zumindest ein bisschen aussortieren, ja. Und ansonsten hatten wir uns eigentlich vorgenommen, nicht so viel das Wochenende zu machen. Und ich finde, es hat ganz gut funktioniert. Guck mal, was ist denn das da in dem Baum drin? Siehst du das? Ja. Das ist eine Gürtelschnalle mit einem Skorpion drauf. Okay, ich dachte, das wäre irgendwie was more exciting, aber anyway, okay. Sollen wir shoppen gehen? Mhm. Ja? Yep. Wir gehen jetzt zu so einem kleinen Gemüseladen, den ich letztens entdeckt habe. Und ja, ich kann euch ja vielleicht danach mal zeigen, was wir eingekauft haben. Das finde ich ja immer ganz interessant. Und vor allem bin ich gespannt, ob ich es wieder so günstig hinbekomme wie letztes Mal. So ihr Lieben, ich dachte, ich zeige euch noch ein bisschen, was wir alles gekauft haben. Allerdings finde ich gerade die Hälfte nicht. Wir haben einen Salat gekauft, den habe ich aber gerade schon runtergeschnitten. Und das hier ist das Coole an dem Salat. Und zwar kommt er immer mit Wurzeln. Und die kann man danach nochmal einpflanzen. Und das wächst dann einfach nochmal raus. Ein Butternusskürbis. Drei von diesen Focaccia-ähnlichen Brötchen. Und beim letzten Mal hatte ich die Zucchini gekauft. Die haben wir jetzt mal klein geschnitten. Karotte. Fenchel. Und das kommt gleich alles auf eine Quinoa-Pizza. Und die habe ich hier auch gerade schon im Ofen. Das zeige ich. Oh. Moment, ich mache euch ein bisschen sauber. Am besten mit meinem Ofenhandschuh. So. Und zwar habe ich die jetzt auf meiner nicht mehr ganz neuen, aber schon jetzt heiß geliebten Silikonbackmatte. Und das sieht auch schon sehr, sehr gut aus. Das funktioniert einfach tausendmal besser als Backpapier mit der Quinoa-Pizza. Also ich kriege die Quinoa-Pizza ungelogen dadurch besser abgelöst. Und allein dafür lohnt es sich schon. Und ja, die nehme ich jetzt gleich raus und dann belege ich die eben hier mit diesen Sachen. Wir haben eben den Fenchel, wir machen so ein bisschen was Experimentelles heute. Haben hier frisches Himalaya-Salz gerade klein gemacht und dann benutze ich momentan immer am liebsten eigentlich diesen Violife-Käse. Der ist echt gut. Dann haben wir noch ein bisschen Mais. Und ja, das kommt dann auf die Pizza. Und nochmal hierzu vom Preis-Leistungs-Verhältnis her ist echt sehr, sehr gut. Es kostet so 68 Pence oder so der Salat. Und wenn man ihn nochmal wachsen lässt, ist es auf jeden Fall ein richtig, richtig guter Deal. Und das könnt ihr auch mit eurem Salat übrigens machen, wenn er keine Wurzeln hat. Einfach abschneiden und dann erstmal in Wasser, in so ein kleines Gefäß rein. Und dann sollte der wieder Wurzeln kriegen. Und so kann man quasi fast, ja, nicht jedes Gemüse, aber sehr, sehr viele unterschiedliche Gemüsesorten für den Preis dann zweimal verwenden, wenn man ein bisschen Geduld und ein bisschen Platz hat. Das Ergebnis der kleinen Kochaktion, unsere Pizza mit Salat. Und damit verabschiede ich mich jetzt auch heute von euch. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!